Interimscoach, wie man es nennt, erfolgreichen Start. Ja, jetzt deine Meinung zum Spiel. Ja, ich denke auch erstmal Dankeschön für die Glückwünsche. Ich denke auch, dass wir das gesamte Spiel gesehen, eine bessere Mannschaft waren und verdient gewonnen haben. Hätten wir in der ersten Halbzeit mit ein bisschen Pech still tatsächlich einzeln für den Gegner. Aber danach, denke ich, hat man das Geschehen soweit im Griff und hätten eigentlich zur Halbzeit 4-0 führen müssen. Der Kollege hat schon gesagt, Luis, der Henrik Thuhl, weiß nicht, vielleicht hat er ein bisschen Wein gestochen. Hätte heute Torschützenkönig werden können, glaube ich, aber gut, hat er nicht gemacht. Trotzdem muss ich der ganzen Mannschaft einen riesen Lob zollen, weil das Spiel heute war für uns im Prinzip sehr, sehr schwierig. Ja, also wir haben in Eppelborn eine Niederlage erlebt, die hat richtig wehgetan. Also, dann kam der Rücktritt von Lars, das war also innerhalb von Samstag, heute, so ein paar Tage, da ging es richtig hier hoch und runter. Das muss man erstmal, sag ich mal, als Mannschaft erstmal hinkriegen, erstmal verkraften, weil der Lars ja doch noch eine lange Zeit hier war und da bestehen auch persönliche Bindungen, freundschaftliche Bindungen und das ist dann nicht immer so ganz einfach für die Spieler oder auch für die Verantwortlichen drumherum, das Ganze dann zu handeln. Das Spiel heute war für uns, ich glaube, eins der entscheidenden Spiele in der Saison, weil, ich hätte fast gesagt, Dinge, ne? Speyer hat nichts mehr zu verlieren. Speyer hat eine ganz ordentliche Truppe, wenn man die spielen lässt, viele junge Spieler, wenn man die spielen lässt, die können Fußball spielen. Von daher wäre für uns fatal gewesen, heute zu verlieren. Also da habe ich der Mannschaft auch gesagt, bei allem Druck, den muss man einfach mal aushalten. Das sind Oberligaspieler und kein Kindergarten. Da muss man einfach mal durch. Muss sagen, wir haben es gut angenommen. Wir sind sofort aggressiv ins Spiel reingekommen, haben dann im Prinzip auch durchgezogen bis zum Schluss und deshalb auch verdient gewonnen. Ich hoffe, dass jetzt die nächsten Spiele halt ähnlich erfolgreich gestaltet werden, dass man immer noch, sag ich mal, um den fünften Platz dann mitspielt. Danke.